Vor rund 6000 Jahren wurde das Gebiet von Azacena von Stämmen bewohnt, die eine eigenständige Kultur ausbildeten, bekannt als Azacena-Kultur bzw. Steinkreis-Kultur. Von dieser Epoche zeugt die Nekropole Limuri, die innerhalb Sardiniens ein Unikum darstellt. Die vier Steinkreise, aus denen sie besteht, lagen ursprünglich unter Erdhügeln verborgen, in deren Mitte jeweils eine geräumige, aus vier senkrechten und einer waagrechten Platte zusammengesetzte Steinkiste stand. Darin wurde eine einzelne, maximal zwei Personen bestattet. Jeder Steinkreis wird von einem Menhir, einem die Grabstätte markierenden, senkrecht aufgerichteten Steinpfeiler, bewacht. Drei weitere kleinere Steinkisten für Opfergaben sind an den Rändern der Steinkreise positioniert. Die Nekropole von Limuri belegt, dass die Galura an der Megalithkultur des westlichen Mittelmeerraumes teilhatte, die wenig später mit Dolmen auf der ganzen Insel Verbreitung fand. Ein fünftes, in jüngerer Zeit gebautes Kammergrab unterscheidet sich dadurch von den anderen, dass es abgesondert steht und einer anderen Typologie folgt. Hier fand keine Einzelbestattung, sondern Kollektivbestattung statt.